Der STTV Forst liegt im Norden von Berlin und ist von der Historie her eigentlich ein großer Leichtathletikverein. Wir sind 1200 Mitglieder und sind nicht nur in der Leichtathletik unterwegs, sondern haben auch eine große Abteilung im Kindersport und im Fitness- und Gesundheitssport, also auch für Erwachsene. Kinder- und Jugendsport spielt eine große Rolle, einfach weil es auch gesundheitsfördernd ist. Gerade jetzt auch zu den Pandemiezeiten, wo Sport einfach eine wichtige Rolle im Alltag der Jugendlichen spielen sollte. Und darum geht es uns in erster Linie, Kinder und Jugendliche fördern zu können und dann aufs Leben vorzubereiten. Das Kitasportmobil ist ein Projekt, was wir im April 2021 ins Leben gerufen haben. Wir fahren dabei in die Kitas, also die Kitas müssen nicht zu uns kommen in die Sporthalle, sondern wir fahren dahin, entweder direkt vor Ort im Garten oder in der Sporthalle machen wir dann ein Sportangebot und probieren möglichst individuell auf die Kids und auf die Kita auch einzugehen. Also auf der einen Seite probieren wir wirklich professionelle Trainerinnen und Trainer an Bord zu bekommen, die eben schon eine langjährige pädagogische Erfahrung auch haben im Umgang mit kleinen Kindern. Und dadurch ist es auf der einen Seite für die Kids total wertvoll, weil es sich eben nochmal unterscheidet von normalem Rumtoben und Kitasport einfach machen. Für die Eltern ist es ein Gewinn, weil das eben eine motorische Grundförderung und auch kognitive Förderung für die Kids ist. Und auch die Erzieherinnen und Erzieher haben dadurch mal eine Chance, so einen wertvollen Blick von außen auf die Kids zu bekommen und mal die Zeit anderweitig zu nutzen, wenn die Trainerinnen und Trainer da sind. Der Gewinn für uns ist in erster Linie, dass wir probieren, die Kids hier aus unserer Gegend, also aus Reinickendorf, eben für einen aktiven Lebensstil zu begeistern. Im besten Fall kommen sie bei uns noch im Verein, werden da Mitglied oder werden sogar durch ganz viele verschiedene Stufen dann irgendwann auch mal in der Leichtathletik landen und vielleicht die nächsten Sternchen von morgen. Liebe Freunde des Zukunftspreis des Berliner Sports, es ist leider der pandemischen Situation geschuldet, dass ich heute aus der Distanz zu Ihnen sprechen muss. Umso mehr kommen meine Worte heute von Herzen. Die Gratulation geht an den SC Tegeler Forst, der zu Recht den dritten Preis gewonnen hat. Kita Mobil ist ein Projekt, das in den jetzigen Zeiten genau zum richtigen Moment kommt. Es geht darum, in der tristen Pandemie ein Zeichen zu setzen gegen den Bewegungsmangel, gegen die schlechte Laune, ja manchmal auch gegen die Depression. Und mit Kita Mobil wurden schon vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert in diesen tristen Zeiten. Lieber Tegeler Forst, ihr habt den dritten Preis mehr als verdient. Und hiermit möchte ich euch euren wohlverdienten Scheck überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Wow, vielen Dank. Wir, der Verein, der SC Tegeler Forst, aber vor allem unsere Kids und die Kitas freuen uns wahnsinnig über dieses Preisgeld, was wir jetzt bekommen haben. Wir können sicher jeden Cent und jeden Euro richtig gut gebrauchen, um dann in 2022 mit unserem neuen Projekt voll durchzustarten.